Guten Morgen. Guten Morgen. Das war jetzt ein kleines Karussell, oder wie? Ja, ich wollte halt unseren Gustl zeigen, der ist nämlich dabei. Ja klar, ohne Gustl geht natürlich das gar nicht. So, wir sind jetzt hier an der Messe in Leipzig. Leipzig? Ja. Haben die erste Nacht hier verbracht und eigentlich ganz gut geschlafen. Also ich auf jeden Fall. Ich auch. Das ist zwar nicht ganz leise hier, aber es ist trotzdem also ruhig gewesen soweit. Ja. Also ja. Ich habe auch eine gute Nacht verbracht. Und wir schauen jetzt in die Messe rein. Wir haben auch ein paar Aufträge, die wir zu erfüllen haben und die wir natürlich auch gerne erfüllen. Wir müssen allerdings gleich den Christian und den Lutz enttäuschen. Die wollten was von Bürstner und von Hümer und... Bürstner und Hümer sind nicht hier. Nein, also auf dem Plan sind sie mal nicht verzeichnet und wir gehen jetzt davon aus, dass sie auch nicht in der Halle sind, wenn sie nicht auf dem Plan stehen. Die größten Messen, Freizeitmessen sind eben die CMD und der Caravansalon in Düsseldorf und Messe Leipzig ist eben nur eine regionale Messe und da sind nicht alle Aussteller vertreten. Ja. Aber die restlichen Aufträge werden wir erfüllen und ich würde sagen, jetzt geht es dann gleich los. Da ist dann auch sicherlich etwas wärmer drinnen, als es hier draußen ist. Ja, es ist nämlich lausig kalt, also echt wahr. Definitiv, ja. Also, gehen wir los, ja. Kommt mit. Ja. So, jetzt sind wir in der großen Mittelhalle, wie heißt das, Glashaus? Glashalle. In der Glashalle. Und die beliebteste Szenerie ist wahrscheinlich die, wo es die Snacks gibt. Nicht ja. Nur die Snacks, das ist richtige, wie heißt so schön, Fressmeile? Fressmeile, ja. Also das ist sehr schön gemacht hier. Messe Leipzig hat man schön gebaut, ja. Es sieht so aus, ja. Also wir sind ja gerade am Anfang. Jetzt gehen wir mal weiter, oder? Jo, schauen wir weiter. Also wir sind ja beauftragt worden, hier den Detlefs vorzustellen und das ist ein Wohnwagen. Und jetzt haben wir hier die Frau Lindstedt von der Firma Detlefs. Ja. Und die hat uns das erklärt, dass das kein Wohnmobil, sondern ein Wohnwagen ist. Aber wir stellen natürlich auch keine Wohnwagen her. Es geht ja um Caravaning. Ja, und du musst aber jetzt sagen, dass der Wohnwagen, der eigentlich gewünscht wurde, hier nicht steht. Ja, gewünscht wurde der 760ER von Detlefs und hier steht nur der DR. So, jetzt stehen wir hier bei Forster. Und für die Michaela schauen wir uns den T738EB, also Einzelbetten von Forster an. Das machen wir auch in einem separaten Video. Wie immer halt. Und dann gehen wir gleich weiter. Also zu diesem Gerät. Also hier hat es einige Leute drin. Ja. Müssen wir sowieso erst warten. Offensichtlich ein beliebter Wagen. Ja. Und er schaut auch schon mal so vom Grundriss her gar nicht schlecht aus. Ja. Vom Grundriss, wo hast du den Grundriss gesehen? Ja, vorne. So, und jetzt stehen wir da bei Eurer und da hat uns die Stefanie gebeten, den 570 HS mal zu zeigen. Und wie man sieht, also unsere Facebook-Gruppe, die sind alle up to date. Denn an jedes Fahrzeug, wo wir hingeschickt werden, da stehen ein Haufen Leute, so auch bei dem Fahrzeug. Aber wir schauen nochmal rein und machen ein separates Video davon. Und für alle anderen gehen wir gleich weiter. Ja, und fangen noch einige Sachen von der Messe ein. Richtig, ja. Aber jetzt schauen wir uns erstmal dieses Fahrzeug an. Ja, und blenden an dieser Stelle für die nicht daran Interessierten aus. Und die anderen bleiben einfach, die klicken aufs neue Video. Ja? So machen wir das. So, wir sind ja schon seit 10 Uhr auf der Messe. Und am Anfang hat es ein bisschen zäh angelaufen, sodass ich gedacht habe, da ist ja nicht allzu viel los. Aber jetzt hat sich das schon ganz schön gefühlt, ja. Ja, es fühlt sich, ganz normalen Werktag. Und jetzt sind wir hier im Luxusbereich. Erstmal bei Morello. Dann drehen wir uns mal rum. Dann sind wir bei Concorde. Also mit auch diese Luxusliner sind hier ordentlich vertreten auf der Messe in Leipzig. Wollen wir in einen reinschauen, Ursi? Ja, wir schauen wir mal, ob wir in einen reinkommen. Ja. Ich sehe da bei manches stehen da solche rote Absperrungen. Ja, da fragen wir halt immer, ob wir rein dürfen. Ja, auch guck, schau, er macht, bei Morello wird gerade aufgemacht. Dann schauen wir in Morello dann rein. Dann gucken wir einfach auch mal rein. Okay. So, also wir stehen jetzt hier vom Morello Ballas 85L. Kostet die Kleinigkeit von 310.000 Euro.
Also statt eines Einfamilienhauses eine Alternative, zumindest ist er beweglich. Und wir dürfen jetzt da mal reinschauen. Also das sind Sie als Händler, oder wie? Aber eben, ich meine, solche große Wohnmobile, die faszinieren einfach immer. Und da ist jeder immer sehr interessiert dran, sowas mal zu sehen. Und deshalb wollen wir das jetzt auch mal vorstellen. Jawohl, vielen Dank. So, wer sich das leisten kann, muss schon mal ein bisschen höher hinaus. Aufzug gibt es noch keinen, Ursi, oder? Nein, aber es sieht natürlich schon auf den ersten Blick schon ziemlich sehr nobel alles aus. Das muss man schon sagen. In der Küche, es ist eine Wahnsinnsarbeitsfläche, also da kann man wirklich... Da kann man nicht meckern? Nichts sagen, ja. Ist auch ein Dreiflammenherd? Naja, das ist ja wohl... Ja, wir haben auch schon welche gesehen, was wir sind. Aber schau mal, der Kühlschrank ist der gleiche wie bei uns. Ja, genau der gleiche. Sogar mit fehlendem Fach. Genau der gleiche Kühlschrank und die Gefriere. Genau das gleiche. Ja. Und hier ist der Backofen. Jawohl, die gleiche Kombination. Super, nicht schlecht. Aha, da oben haben wir die ganzen Bedienelemente. Sieht natürlich schon edel aus, gell? Jawohl, alte Heizung. Und hier haben wir diesen Wohnbereich auf Iveco-Basis. Müsste das sein. Mit abnehmbarem Lenkrad. Das ist so ein Morello-Detail. So, die Ursi gehört nicht dazu. Gehen wir mal hier in den Startbereich. Jawohl. Es ist hier natürlich, ich weiß nicht, wie breit ist denn der? 2,35, denke ich. Ja, also müssen wir da vielleicht mal genauer schauen. Das ist hier alles natürlich sehr großzügig. Das muss man natürlich schon sagen. Ja. Aber das ist natürlich klar, je länger und breiter so ein Fahrzeug ist. Aber das sieht hier natürlich auch peng. Ach, es geht, jetzt klemmt. Ach, da ist der Oberzug. Okay, ja. Alles klar. Und man sieht ja rein, ist ja glasklar. Aha, und hier kann man zumachen. Sogar noch mit Heizung. Ja. Und der Waschtisch. Und rechts und links Beleuchtung. Große Fächer. Ja, sehr schön. Ja, das sind natürlich schon sehr große Fächer. Da bekommt man natürlich schon sehr vieles unter, das ist ganz klar. Schrittstufe. Das Bett mit den Schränken. Fernseher ist schon da. Aber was ich feststellen muss, ist, das Fenster ist nicht am Kopfende. Ah ja, okay. Also die paar Zentimeter, die finde ich jetzt nicht dran. Die finde ich schon dramatisch. Was mir jetzt hier fehlt? Die Ablage. Ablage. Ah. Ja. Also ich muss sagen, oben. Ja. Ah doch, entschuldigt, ich habe sie gefunden. Oben ist eine Ablage, nicht in der Mitte, sondern halt oben. Aber die Fächer sind sehr groß. Trotzdem, dass das Fenster nicht ganz hinten ist. Ja, darüber lässt sich streiten. Also nein, da streite ich nicht drum. Okay, da sind wir ja eh anderer. Wir stellen das fest. Ja, genau, wir stellen und das fest. Und in der Toilette hat man ein normales Fenster, aber da kann man ja den Rollo runter machen. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, also man kann sich da ungefähr 6 Forster kaufen, man kann sich 3 Hümer kaufen. Großer Kleiderschrank. Oder man kauft sich einen Morello. Ja. Also wer 3 Hümer kaufen will, der ist mit einem Morello besser bedient. Wer kauft sich 3 Hümer? Eben, sag ich doch, lieber Morello. Ein Hümer reicht. Ja, weil wir uns kein Morello leisten können. Also ganz ehrlich... Muss gar nicht sein. Brauche ich nicht. Wenn ich in Urlaub bin, wenn ich unterwegs bin, muss ich nicht haben. Also ich brauche es nicht. Man hat dadurch auch Einschränkungen, zum Beispiel beim Parkplatz, bei den Parkmöglichkeiten und vor allen Dingen auch die Stufen, die man immer hochgehen muss, hat natürlich ein ganz anderes Raumgefühl als in einem kleineren Fahrzeug. Stimmt's, Ursi? Ja. Und die Kohle braucht man auch dazu. Ja. Ohne Moos nichts los. Genau.
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ja, so ist es. Und man sieht natürlich schon auch einen Premium extra. Ja, die Türe lässt sich bis ganz nach hinten aufschieben. Ja, was ja oftmals beim Verstauen von Fahrrädern ein Problem ist, wenn die Türe nur bis hierher aufgeht. Ja, aber das geht auch bei anderen Modellen zum Teil auch. Aber man spart sich das, wie zum Beispiel bei einem Fahrzeug von der Waage Hümmer. Ja? Was ja ein Problem ist, wenn ich immer Fahrräder verstaue. Also da hätte ich das ganz gerne, dass die Tür etwas weiter aufgeht. Und es ist ja nur diese Teleskopschiene, die man da reinmacht. Aber hier ist natürlich extrem viel Platz. Ja. Da kann man ja, ist ja nochmal ein extra Raum bald. Ja, also wie gesagt, 310.000 Dose, ja. Also. Klar, das muss ja auch seine Vorteile haben. Ja. Und ist natürlich auch eine ganz andere Länge, ne? Ja. Also wir sprechen hier von einem Leergewicht von 7,5 Tonnen und in fahrbereitem Zustand 6,4 Tonnen. 310.000 Euro und eine Länge, Gesamtbreite, Gesamthöhe 3,50, Gesamtlänge 8,70 Meter. Also nochmals 1,20 länger als unser Fahrzeug. Ja, ja, das merkt man natürlich vom Platzgefühl, das ist ja ganz klar. So, jetzt stehen wir hier im Concorde Liner Plus 1136 G-Max. Technische zulässige Gesamtmasse 15 Tonnen. 11,50 Meter Länge und 3,90 Meter Breite. 410.000 Euro. Wow. Also das ist natürlich schon mal eine Ansage. Also ich muss sagen, das ist natürlich eine andere Ansage als der Morello, oder? Also dieser Concorde. Wow. Ja gut, der ist jetzt auch etwas länger, länger und 100.000 Euro teurer. Und auch, ja, aber nobel, nobel. Tolles Fahrzeug. Wobei ich sage, mit Camping hat es nicht mehr viel zu tun, ja. Nein, ich denke auch nicht. Hast du rundum gemacht? Ja. Das ist natürlich hier schon. So, hier hat man das Bad auch geteilt. Hier hat man das Bad, das Fenster auch wieder an der Toilette. Schöne Dusche, geräumige Dusche, da kann also unser Gustl nicht mithalten. Muss er auch nicht, uns reicht's. Aber der bringt ja auch keine 15 Tonnen auf die Waage. Ja. Nein, zum Glück. Mach mal die Schränkle auf. Welche Schränke? Da. Ja. Jawohl. Geräumige Kleiderschrank. Aha. Und der Spiegelschrank ist auch schön. Ja, überhaupt, das sieht ja schon super aus. Kann man nicht sagen. Ja. Also Platz en masse natürlich. So, mach mal die Schubladen auf, Ussi. Oder denn die Geschirrspülmaschine. Geschirrspüle, ja. Ach hier ist das putzig. Ich habe noch gar nicht gesehen sowas. Geht die mit 12 Volt oder mit braucht man wahrscheinlich schon 230 Volt. Aber der Wechselrichter dabei sein. Ja, Schubladen natürlich alles edel, ne? Ja, ja. Da haben wir überall ganz schöne Abstellfläche. Stauraum ohne Ende, aber bei der Länge kein Wunder. Ja, und ist auch sehr breit, schöne Arbeitsfläche. Wunderbar. Solche kleine Spielereien natürlich. Sehr schön. So, dann schauen wir mal da ins Cockpit. Ja, da lässt sich schon leben. Aha, auf Mercedes. Basis. Aber natürlich eine andere Übersicht. Das ist natürlich alles schön edel, ja? Ja. Mit dem Glasregal. Ja. Überall Concorde-Gläser. So gern. Also bei in Concorde für 410.000 Euro trinkt man natürlich nicht einfach Becks oder sonstiges, sondern trinkt man dann Concorde. Für jedes Getränk das passende Glas. Bis hin zum Schnaps. Genau. Weißwein. Nee, Sekt, ja. Sind das echte Gläser oder? Ja, das sind echte. Aha, okay. Ja,
Kann man da mal eins ausnehmen? Oder ist das du? Meine Frau. Ah ja. Mal schnell. Ich lasse es nicht fallen. Ja, nicht übel, oder? Was sagst du? Prost. Prost, ja. Vielleicht schmeckt der Sekt da draus oder vielleicht trinken die hier nur so Champagner, wer weiß. Auf jeden Fall nicht schlecht, ja. So, das ist hier der Stadt von Concord, die Ursi schwätzt schon wieder. Und dieser große Liner hat natürlich auch eine Garage, wie es sich gehört. Da fährt das Auto rein. Der wäre mir jetzt zu klein, der Fiat. Naja, immerhin hat er ein Schiebedach, oder? Oder ein Faltdach, oder? Doch, mit dem Fiat würde ich auch durch die Gegend fahren. Mit dem Concord dürfte man gar nicht. Da brauchst du ja einen LKW-Führerschein. Genau, da bräuchte man ja einen extra Chauffeur. Ja. Und der hätte ja nicht mal ein Bett da drin, oder? Ja, das Ehebett ist breit genug. Ach, da liegt ja dann in der Mitte. Ja. So, und hier haben wir natürlich auch noch Boote, denn das ist ja eine Freizeitmesse. Und da schauen wir jetzt mal rein, Ursi, oder? Ja, genau. Und wie ich schon gehört habe, braucht man da den Binnenführerschein. Was? Oder ja, wie heißt klar. Das? Bootsschein Binnen. Ja, genau. Außer Mecklenburg-Vorpommern. An der Seenplanet, da ist Motorführerschein frei. Ah, der, ja, soweit okay. Ich weiß. Dieses Boot fährt auf der Havel in Werder. Aha, da braucht man. Bei Berlin, Potsdam, Werder. Aha. An der Havel. Kann man auch mieten? Soll man mieten? Oder kaufen? Oder kaufen, ja. So, zum Messepreis von 178.000 Euro kann man sich diese Yacht hier gönnen. Und bevor man da rein kann, brauchen wir ihre Schuhe. Jawohl. So, jeder Womo-Fahrer würde sagen, so kann ich nicht losfahren, da ich sehe ja gar nichts. Aber mit diesem Gefährt ist man auch nicht auf der Straße unterwegs. Ja, und das braucht mindestens eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Richtig. Hier haben wir das Steuer. Ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst, wenn du so nah dran bist. So, und die Ursi schneidet mir den Kopf gerade ab. Nein, bestimmt nicht. Und da unten haben wir die Kajüte. Ja. Und ich würde sagen, wir versuchen da mal die Treppe runter zu gehen. Jawohl. Und schauen mal, wie es da aussieht. Hm? Dann geh du mal voraus. Ja. Oh. Ja, nehmen wir mal. Toilette. Ja, ich bin jetzt erst in der Kajüte hier. Platz genug für zwei Personen. Ablage. Alles vorhanden. Das ist die Bahnhinter. Und Ablage, auch einen Schrank. Wunderbar. Dusche braucht man, weil man sonst noch Wasser ist. Moment, Dusche. Wenn ich das mit mal einmal über Bord. Weiß man. Also hier. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht doch auch noch irgendwie eine Dusche. Ich glaube, ich schalte da einmal noch zwei Kajüten. Moment. Das hier ist die Küche. Und hier ist eine Kajüte. Und hier. Mit jeweilig mit Schrank und Fenster. Also, Fenster darf man nicht bekommen.
erstmal. Ja. Aha, alles mit Holz. Der ist ein und Holzbau. Sind das Einzüge? Ja, das sind Auszüge, also aber gehen nicht automatisch rein. Ach, vielleicht muss man es noch nachstellen. Ja. Mit Herd, Backofen, Spülbecken. Oh ja, kriegt man schon einiges unter. Auf jeden Fall ist schon ein großer Tisch da, wo man sich gemütlich dann reinsetzen kann. Also es gibt eine Dusche, es gibt sogar anscheinend noch eine zweite. Die zeigt er uns jetzt gleich. So, und hier sieht man noch die zweite Außendusche. Die geht hier raus. Und ist für Warm- und Kaltwasser sogar. Wir machen. Also, alles da. Wenn wir schon mal bei Fahrzeugen sind, mit denen wir gar nichts anfangen könnten, dann stehen wir hier noch bei so einem Blissmobil. Und zur Vervollständigung der Dinge, die der normale Mensch nicht braucht, schauen wir da auch noch rein, oder? Ja. Schau mal, wo du hinfilmst. Die Wand. Also wir gucken mal, ob wir rein können. Ja, es sieht so aus. Nicht abgesperrt. Und dann schauen wir mal, wie so ein Wüstenfahrzeug von innen aussieht. Entschuldigung, können Sie mir den Rucksack nur vom Bauch nehmen, bitte? Das wäre lieb. Nur den Rucksack vom Bauch, dann wegen der Möbel. Das geht so schnell. Zack. Ja, machen wir. Der kommt nämlich aus Thüringen. Also, das ist für Langzeitreisemobil. Aber man hat es hier ziemlich eng da oben. Es ist zwar ein großes Bett, aber viel Kopffreiheit hat man hier nicht. Hier hat man die Toilette. Das ist sehr schön groß mit kleinen Handwaschbecken. Die ist extrem groß. Alles sehr stabil gebaut. Wie viele Tonnen hat das? 16,5 Tonnen. Das heißt, da ist ja auch LKW-Führerschein. Und da hat man einen Kleiderschrank. Ja. Das Das Bett ist jetzt in der Variante relativ hoch. Ne? Sagen ganz viele, um Gottes Willen, wie hoch ist das Bett? Ja. Das kommt jetzt dadurch, dass hier eine Quad-Garage drunter ist. Ich weiß nicht, ob das von außen gesehen noch haben. Nicht, das werden wir noch. Da hinten sind zwei große Flügeltüren und dann da passt ein richtiges Quad rein, also wirklich ein großes Quad. Ja. Von daher ist bei der Variante das Bett sehr, sehr hoch. Der ist ein Kundenfahrzeug, ist vor 3 Wochen ausgeliefert an den Kunden. Der hat sich noch bereit erklärt, es nochmal zur Verfügung zu stellen für die Messe. Ja, für ihn war das jetzt kein Problem. Der Mann wiegt 110 Kilo. Selbst er klettert hier hoch. Ja, ja, klar. Er hat sich dafür entschieden, weil er halt die Mobilität schätzt. Mit, ja. Mit dem großen Fahrzeug können sie nicht mal schnell in den Supermarkt fahren. Das macht sich dann alles schon ein bisschen schwieriger. Das ist klar. Genau. Deswegen. Genau. Wie teuer kommt so ein Fahrzeug? Blissmobil baut nur die Kabine, nur den Aufbau. Aha, und das Grundfahrzeug muss man sich selber besorgen. Das Grundfahrzeug, genau, bringt der Kunde meistens selber mit oder auf Wunsch wird es eben auch, wird's auch besorgt. Mhm. In die Fahrerhauskabine ist da Durchschlupf. Ja, aber das ist nur zur Not. Das ist nur zur Not. Genau, das ist kein Standarddurchgang bei uns. Wirklich nur eine Notlösung. Also wenn was vorne ist, dass jemand zum Beispiel versucht einzubringen, dass man da aufmachen kann und dann das Fahrzeug ohne das Fahrzeug verlassen ist. Ja, auch wenn du irgendwo stehst und ich meine, wir haben ja jetzt auch schon mal einen Fall gelesen, wo dann einer so schwer verletzt wurde durch ein wildes Tier, dann muss ja eigentlich auch in die Fahrerkabine kommen können, ohne dass man aufwachen und draußen stehen drei Jaguare. Ja, ja, eben. Für solche Sachen ist dieses Fahrzeug ein bisschen eben.
Genau. Das dauert noch ein kleines bisschen. Genau, und dieses Fahrzeug ist nach Kundewunsch dann ausgebaut worden, ja. Oder sind es so Standards? Ja, es sind Standards, die allerdings kombiniert werden. Standardmodule, die kombinierbar sind. Es gibt verschiedene Grundrisse, zwischen denen der Kunde wählen kann. Und die sind dann eben nochmal individuell erweiterbar oder austauschbar. Oder wie teuer kommt jetzt diese Kabine, so wie sie da steht? Die Kabine, wie sie hier steht, sind 370. Und dann kommen noch ca. 100.000 für das Grundfahrzeug dazu. Genau. Ja, richtig. Alles ist ein bisschen eng hier drin. Ist auch nicht ausgelegt für solche, ja, so viele Personen. Das ist ganz klar. Ah ja, dann haben wir noch so kleine Schirme. Ja, prima. Ja, das braucht man, wenn man so unterwegs ist. Ja. Langzeitreisen ist das ganz praktisch. Ja. Und vor allem ist das ja ein Fahrzeug, mit dem man nicht jeden Tag den Campingplatz ansteuert. Ja, absolut. Das ist klar. Ja. Das ist Sommer, dann ist das klar. Das ist alles. Das ist ein Elektroherd. Ein Induktionskochfeld ist das. Und wie viel Watt Solar haben Sie da oben? 1800. 1800 Watt. Boah. Also das braucht man denn schon, wenn alles elektrisch ist. Ja, ich meine, hier Kühlschrank und ein Gefrierschrank. Ah, ja. Waschmaschine. Ja, also ich stelle fest, für uns wäre es dazu nichts. Nein, da wir jetzt nicht unbedingt in die Wüste fahren. Ist bei unsere wir schicken uns Komfortzone. Ab und an vielleicht mal in die Wüste, aber... unsere Komfortzone müssen wir verlassen, schon beim Einsteigen. Ja, oh ja. Vielen Dank fürs Vorstellen. Sehr, sehr gerne. Danke. Das ist eine Garage für zwei Quads. Wie kommt da jetzt eigentlich das Quad nach oben? Ist da ein Lift wahrscheinlich, oder? Ja, das ist bestimmt eine Hebeeinrichtung. Ja, das sieht so aus, dass da geht was raus und so. Ja. Aber wahrscheinlich, vielleicht kann man das da, vielleicht fährt es da hier so raus. Ja. Weißt du, wie bei den Wohnmobilen, wo ja diese Autos reinpassen, kann man das bestimmt auch irgendwie rausfahren. Ja, ja, ja. Und schau mal, die Reife. Wahnsinn. Also, ich würde sagen, das ist schon nochmal ein ganz anderes Fahrzeug. Wenn ich 300 plus ausgeben möchte, dann würde ich mir was anderes kaufen. Alles ein Ding, was einem wert ist. Was einem wichtig ist und was es einem wert ist. Hm? Da haben wir noch Zubehör. Da ist also hier von Vibro bis Oyster und Alco aus Pautzen alles vertreten. Jetzt stehen wir hier vom ADAC, der auch auf der Messe Leipzig vertreten ist. Und da wurden wir angesprochen, ob wir unsere Mitgliedskarte dabei haben. Und die haben wir natürlich dabei. Und warum haben wir die hergegeben? Vielleicht ist uns Fortuna hold und in unserem Briefkasten steht demnächst ein Tankgutschein über 50 Euro. Welche Gewinnchance? Oh je. 21 Millionen. Oh, 1 zu 21 Millionen. Okay, dann spielen wir lieber Lotto. Das ist auch nicht besser. Und da sieht man schon La Strada, Carrado, Sunlight, Detlefs und natürlich auch Carthago ist da. Und da kommen wir jetzt zu Carthago, wo auch der Malibu steht, den wir suchen. So Gisela, wir stehen jetzt hier vor dem Malibu Charming GT 600 dB und den gibt es auch noch in 640. Der ist allerdings hier nicht ausgestellt, deswegen stehen wir vor den 600 dB. Den stellen wir noch in einem separaten Video vor. Wir machen uns dann ein bisschen Rundgang weiter und wer sich interessiert für dieses Fahrzeug, der kann dann unser Spezialvideo dazu anschauen.
So machen wir es. Also noch ein bisschen Geduld, Gisela. Du kommst auf jeden Fall, bekommst du deinen, was ist es? Deinen Malibu. Bis dann. So, hier sind wir jetzt in der Halle 3A. Das ist die Zubehörhalle. Da gibt es alles Mögliche. Hören wir sie? Ja, und dann schauen wir mal, was alles Mögliche ist. Also das läuft ganz leicht. Das läuft sehr schön. Allerdings nur auf eine Seite. Du musst nicht so her. Nur auf eine Seite ausziehbar. Aber sonst läuft es sehr schön leicht. Und die Fahrräder sitzen auch gut drinnen. Schon machen wir. Und innen lässt sich es dann leicht verschieben sogar noch. Sicher an der Schiene, dass es nach rechts und links verschiebbar ist. Ja. Also das war die Messe, die Freizeit- und Caravaning-Messe Leipzig. Anstrengend, nicht so groß wie der Caravan-Salon, weit nicht so groß, aber trotzdem interessant, nicht alle Aussteller da. Ja. Das war Teil 1. Wieso Teil 1? Weil es geht ja dann noch weiter am Samstag mit dem Vlogger-Treffen. Da treffen sich die Vlogger, man sieht sich, so würde ich das jetzt mal für den Großteil betrachten, nicht als Konkurrenten, also andere Betreiber von YouTube-Kanälen, sondern wir sehen uns als Partner und unterstützen uns auch gegenseitig. Und da gibt es dann auch von Messebetreibern wie in Düsseldorf, auf der CMT oder hier in Leipzig, wird dann ein sogenanntes Blogger- oder Vlogger-Treffen organisiert. Mhm. Und an dieser Stelle grüßen wir ganz herzlich Jens und Manu, Sven und Leimer, Olli und Manu und Nicole und Jörg. Und jawohl, mit denen werden wir uns da treffen. Vermutlich treffen wir sie jetzt alle dann bei dem Vlogger-Treffen und da freuen wir uns ganz arg drauf. Hm? Ja, gibt es ja was zu essen. Helle hat schon wieder Hunger. Nee, müssen wir mal schauen, wo wir hier noch was kriegen. Also hier ist ja diese Glashalle und da gibt es Unmengen zu essen und ich denke, wir werden fündig werden. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in die Messe Leipzig. Ja. Und damit verabschieden wir uns wieder. Oh, Helle ist schon fix und foxy. Ja. Also, wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao. Tschüss. We'll be right back.
So, und jetzt gibt es auch für uns was Pause. Genau, ich glaube, die haben wir uns ja auch verdient, oder? Absolut. Mhm. Jetzt mal schauen, was wir hier Leckeres zu essen kriegen. Wir sind jetzt hier nämlich am Stand von Servus in Österreich. Okay. Schauen, was gut, wenn wir hier. Ist ja auch Österreich. Und es schmeckt. Sauerkraut mag ich. Gut. Ehrlich, meins schmeckt besser. Ich habe schon alles brav aufgegessen, aber die Ursi ist immer nur am Babbeln. Nicht nur am Babbeln, auch am WhatsApp schreiben. Und so toll schmeckt es nicht, aber du Hunger treibt's rein. Ein gründliches Wort von der Ursi. Oh, oh, oh. Ja? Nicht so besonders, nein. Bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst? Du hast mein Herz genommen und willst es wieder weg. Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du. Und leise schlägt mein Herz dir zu. Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du. Und leise schlägt mein Herz dir zu.